Das ist der allerneueste Trend in Sachen Indoor-Grillen. Keine Rauchentwicklung, kein Gestank, kein spritzendes Fett in der Wohnung. Das versprechen zumindest die Hersteller. Tja, früher haben diese Infrarot-Grills über 1000 Euro gekostet. Jetzt gibt es sie aber schon deutlich günstiger. Aber was taugen diese Geräte wirklich und sind sie besser als Elektrogrills? Sie sind der neueste Trend auf dem Grillmarkt. Infrarot-Grillgeräte. Wir versprechen saftiges Fleisch, super viel Hitze für krosse Krusten und trotzdem auch Indoor geeignet. Denn unangenehmer Rauch soll nicht entstehen. Ob das wirklich stimmt? Wir werden es testen. Hier wird heute gegrillt. Auf 3 Etagen. Im Erdgeschoss testen Johanna und Uwe einen günstigen Infrarotgrill für 90 Euro. Unsere Bedenken sind hauptsächlich, dass wir vielleicht den Geruch, der dabei entsteht, nicht mehr aus der Wohnung rausbekommen. 5 Stockwerke höher nehmen Mareike und Pitt die Luxusvariante für 400 Euro unter die Lupe. Ich hoffe, dass es nicht so sehr dampft, weil wir haben hier oben unseren Brandmelder. Zum Vergleich testet im 1. Stock Familie Wirth einen Elektrogrill ohne Infrarottechnik für 40 Euro. Der Klassiker, den wohl viele bei sich zu Hause stehen haben. Galileo-Reporter Martin Dunkelmann wechselt zwischen den Stockwerken hin und her. Er ist am Ende des Tages wahrscheinlich ziemlich kaputt, aber auch pappsatt. So, und ich will herausfinden, mit welchem Gerät gibt es am meisten Grillvergnügen? Wo gibt es am meisten fürs Geld? Und natürlich die wichtigste Frage, mit welchem Grill schmeckt es am besten? 1. Test, aufheizen. Wie lange dauert es, bis Würstchen und Gemüse auf den Grill können? Zuerst der günstige Infrarotgrill. Er wird am Anfang zwar schnell heiß, aber bis zur idealen Grilltemperatur von 160 Grad müssen sich unsere Tester etwas gedulden. 3,5 Minuten hat es gedauert, bis das Gerät heiß genug zum Grillen war. In unserem Test schafft die 90-Euro-Variante maximal 220 Grad. Hoch geht's in den 5. Stock zum Luxusgrill für 400 Euro. Er hat bereits nach 90 Sekunden schon eine ganz andere Temperatur. 380, 400 Grad haben die Dinger da oben. Laut Hersteller soll dieser Infrarotgrill bis zu 800 Grad heiß werden. Ob das stimmt? Bei mehr als 500 Grad steigt unser Messgerät aus. Es ist einfach zu heiß. Eine so große Hitze, da kann der klassische Elektrogrill nicht mithalten. Trotzdem, er hat nach nur einer Minute immerhin schon 160 Grad. Das heißt, dieser Grill ist ratzfatz. Ja. Damit ist der klassische Elektrogrill beim Aufheizen sogar schneller als das günstige Infrarotgerät. Klarer Testsieger ist der teure Infrarotgrill aus dem 5. Stock. So schnell, so heiß. Das ist nicht zu toppen. Und das soll eigentlich der Vorteil der Infrarottechnik sein. Schnell extreme Hitze erzeugen. Außerdem heizt der Raum nicht auf, denn es entsteht erst Wärme, wenn die Infrarotstrahlen auf einen Körper treffen. In diesem Fall also auf das Grillgut. Die Luft rundherum wird nicht erhitzt. Jetzt kommen erstmal Lachs, Mais und Würstchen auf den Grill. Rauch damit! Wie viel Rauch entsteht? Das ist unser nächster Check beim Indoor-Grillen. Rauchen soll es ja bei den meisten Infrarotgrills kaum, denn das Hitzepanel liegt über dem Grillgut. Dadurch kann das Fett nicht in die Hitzequelle tropfen. Deshalb soll es weniger Rauch geben. So das Versprechen der Hersteller. Rauchen tut's ja gar nicht. Ich bin nicht gespannt, wie es beim Fleisch ist, aber hier raucht es wirklich minimal, da oben so ein bisschen. Auch beim günstigen Infrarotgrill entsteht nur wenig Rauch. Anders beim Klassiker, dem Elektrogrill. Hier geht die Hitze nach oben verloren, ja. Und jetzt gibt's auch ein bisschen Rauch hier, ne? Ja. Guck mal. Jetzt kommt er wieder, kommt er wieder, gibt Power. Der Elektrogrill raucht in dieser Disziplin ab. Die Infrarotgeräte halten ihr Versprechen ein, kaum Qualm. Aber wie schmeckt's? Beim günstigen Infrarotgrill gefällt den Testern, dass sie von allen Seiten gut an das Essen kommen. So eine schöne gleichmäßige Bräune kommt so langsam. Nach etwa 10 Minuten kann dann angerichtet werden. Die Wurst, guck hier, von beiden Seiten schön kross, sogar so eine aufgeplatzte, röstige Kruste, das finde ich ganz geil. Und was soll ein Grill mehr machen als das, ne? Schmeckt tipptopp. Für Martin geht's in den 5. Stock.
falsch. Da war die Wohnung. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Der Haken beim 400-Euro-Turbo-Grill, das Gerät hat keinen Temperaturregler. Unsere Tester müssen die Wärme über die Entfernung regulieren. Also das Grillgut etwas weiter weg vom Hitzepanel legen. Diese Technik müssen Sie aber erst noch etwas üben. Ja, du, Röstaromen, würde ich sagen, ne? Was? Röstaromen? Man muss sich halt an so eine 800-Grad-Maschine erstmal gewöhnen, ne? Dafür hat die Wurst eine perfekte Kruste. Also bis jetzt ist das Grillgut einfach geil lecker geworden. Bis jetzt. Martin schaut zum Vergleich noch beim 40-Euro-Elektro-Grill vorbei. Der Lachs ist gut, aber die Wurst? Ich finde, eine Bratwurst muss einfach braun sein. Ja, ist mir zu blass. Also essen kann man sie genießen, ist die andere Frage. Die erste Grillrunde zeigt, nachdem die Tester die Technik raus haben, liefern beide Infrarotgrills viel knusprigere Gaumenfreuden als der Klassiker. Jetzt zur Königsdisziplin. Steaks. Geil, noch mehr Fleisch. Ja? Ja, auf geht's. Vor allem beim 400-Euro-Grill sind die Erwartungen hoch. Für eine gute Kruste kommt das Fleisch ganz oben direkt unter den Brenner. Hier ist die Hitze am größten. Wie unsere Tester ja nun gelernt haben. Aber du siehst es auch. Du siehst die Kruste da oben. Das wird ein geiles Steak, ja. Ich glaube auch. Wir sind bei 1,5 Minuten jetzt von oben. Noch ein bisschen. Ja. Nachdem das Steak scharf angegrillt ist, geht's zum Durchziehen ein paar Etagen tiefer. Und besteht das Fleisch aus dem Luxusgrill auch den Geschmackstest? Schon schön saftig, also trocken ist es nicht. Kruste ist lecker. Beim nächsten Mal würde ich es ein bisschen länger oben lassen, ein bisschen kürzer unten, damit ich mehr Kruste habe noch. Aber schmeckt gut. Ja. Mit vollem Bauch geht Martin zurück ins Erdgeschoss. Zum günstigen Infrarotgrill. Ich würde sagen, wir machen das schön hier runter, damit das Oberhitze. Das ist eine direkte Hitze bekommen, ja. Das Hitzepanel ist bei diesem Gerät verstellbar. Aber das hilft leider wenig. Das Steak brutzelt zwar vor sich hin, will aber auch nach gut 10 Minuten immer noch nicht richtig kross werden. Ist jetzt die große Frage, ne? Wartet man, bis die Kruste oben noch geiler wird oder wird es dann zu schuhsohlig? Ja, das sind auch meine Bedenken. Deswegen würde ich es einfach mal anschneiden. Also, ab auf den Teller. Schmeckt eigentlich ganz gut. Schön saftig eigentlich, ne? Ist gut. Mhm. Aber keine Kruste. Nee. Leider. Zum Schluss schaut Martin noch beim 40-Euro-Elektro-Grill vorbei. Zu Martins Überraschung schlägt sich die glatte Auflagefläche beim Steak bestens. Also ganz ehrlich, das sieht ganz gut aus bei euch. Das Fleisch hat eine schöne Kruste bis jetzt, ne? Auf jeden Fall schon mal brauner als bei dem da unten. Die Rauchentwicklung ist zwar wieder stark, aber beim Geschmack überzeugt der Elektrogrill. Und kann in der Kategorie Steak deshalb sogar mit dem Luxus-Infrarotgrill für 400 € mithalten. Wir haben Kruste auf dem Steak. Es hat jetzt nicht ewig gedauert, das waren 10 Minuten vielleicht. Das ist saftig. Und es ist weich vor allem, also zart. Und das ist ja für ein Steak perfekt. Super Ergebnis. Und der Geruch? Wir haben alle Tester nach dem Grillen erstmal lüften lassen. Und? Riecht's noch bei euch ein kleines bisschen, ne? Aber geht. Ja, also jetzt nach einer Stunde merkst du eigentlich nicht mehr so viel. Auch in den anderen beiden Wohnungen sind am Ende nur leichte Essensgerüche zurückgeblieben. Zeit für unser Fazit. In Sachen Aufheizen und Steaks konnte der klassische Elektrogrill überraschend gut mit seinen Konkurrenten mithalten. Der 90-Euro Infrarotgrill hingegen schaffte es nicht, beim Steak zu punkten. Unser Reporter Martin hat eine klare Meinung zum Infrarotgrill. Wer sich so ein Ding zulegen möchte, sollte darauf achten, dass sie genügend Leistung haben. Denn viel Power heißt schöne Kruste auf dem Steak.